Auf den ersten Blick schaut es so aus, als ob hier am Ufer des Tegernsees eine der üblichen Kehrmaschinen unterwegs ist. Vom Prinzip stimmt das auch, nur hier wird nicht Schmutz und Staub beseitigt, sondern Unkraut. Nicht mit Pflanzenschutzmitteln, sondern mit Wasser. Einfachem Wasser, ganz ohne Zusätze. Gut, es muss heiß sein. Ziemlich heiß. Kochend heiß. Das Wasser wird bei uns erhitzt auf 100 Grad und wird praktisch auf die Pflanze ausgebracht. Das heiße Wasser hat den Vorteil, dass das doch in den Boden einsickert und den Wurzelbereich vom Flachwurzeln schädigt. Und so machen wir das jetzt mittlerweile seit über 7 Jahren. Das kochende Wasser zersetzt die Zellstruktur der Pflanzen komplett. Bei Gras mit seinen flachen Wurzeln auch diese. Je nach Lage muss man 3 bis 5 Mal im Jahr drüber gehen. Mit Glyphosat hat einmal gereicht und man braucht da auch nicht so eine Maschine. Die Gemeinde Bad Wiessee hat sich trotzdem schon vor 6 Jahren für diese aufwendigere Art der Unkrautbeseitigung entschieden. Glyphosat ist umstritten. Wir wissen alle nicht, wie schädlich es tatsächlich ist. Aber es ist einem wohler, wenn man nicht Mittel hernehmen muss. Es geht ja nicht nur um die Umwelt, es geht auch um die Mitarbeiter, die das Mittel hernehmen müssen. Wir haben auch Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern im Bauhof. Die haben sich auch Gedanken gemacht. Heraus kam eine handelsübliche Kehrmaschine, die sie allerdings mit härteren Besen speziell gegen Unkraut ausgerüstet haben. Sie erweist sich als ideal für Randstreifen, etwa von Gehwegen, in die hier zum Beispiel Gras unkontrolliert hineinwuchert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Hightech-Heißwassergerät kümmert sich um die großen Flächen. Eine patentierte Sensorik sorgt dafür, dass immer nur dort gebrüht wird, wo auch wirklich eine Pflanze aus den Ritzen herauswächst. Die Maschine ist bis jetzt die einzige in Süddeutschland und wird von der Procommuno AG, einer Tochterfirma des örtlichen Maschinenrings, vermietet. Vielleicht auch bald an den Landkreis Miesbach. Dort will man sich das Gerät jetzt vorführen lassen, denn Landrat Wolfgang Jehak hat angeordnet, dass auf den Liegenschaften des Landkreises kein Unkrautvernichtungsmittel mehr eingesetzt werden darf. Es geht hier um den Schutz unserer Böden. Es geht darum, dass Grundwasser nicht belastet werden soll. Es geht einfach um das, dass man die nächsten Generationen einen sauberen Boden hinterlassen soll. Mir ist auch klar, wir haben jetzt keine Landwirtschaft hier oder was, dass das nur ein Zeichen sein kann, eigentlich mehr ein Symbol. Aber ich glaube, es ist wichtig, ein Zeichen nach außen, nach innen. Wir brauchen keine Pflanzenschutzmittel, wir nehmen es auch nicht her. Die Gemeinde Bad Wiessee macht aus der Not auch noch eine Tugend. Kiesflächen, auf denen Unkraut sehr schwer entfernt werden kann, hat sie entweder gleich zu Wiesen gemacht oder sie belegt sie, wo nötig, mit leichter zu pflegenden Betonsteinen.